Ja, es ist richtig, dass diese Virusvariante ansteckender ist. Nein, wir wissen nicht, was Boris Johnson gesagt hat, 70% mehr ansteckend als die anderen Varianten. Ich weiß nicht, wie er auf diese Zahlen gekommen ist. Man kennt diese Virusvariante jetzt seit 4 Wochen in Großbritannien. Das heißt, man konnte tatsächlich innerhalb dieser letzten 4 Wochen schon Erfahrungen damit sammeln. Und daher weiß man, dass sie ansteckender ist, erstens, und zweitens aber auch, dass sie nicht zu einem schwereren Krankheitsbild beim Menschen führt. Wir kennen, also diese Virusvariante besteht aus einer Reihe verschiedener Mutationen, also einer Reihe verschiedener Änderungen im Erbgut des Virus. Und die haben sich die Wissenschaftler, die haben wir uns alle angesehen. Und definitiv werden diese Änderungen nicht dazu führen, dass die Impfstoffe, die jetzt schon in Produktion sind und auch die, die noch in der Testphase sind, dass sie nicht wirken würden. Also es werden definitiv alle derzeit schon in Produktion befindlichen bzw. noch in der Testphase sich befindlichen Impfstoffe trotzdem genauso gut auch gegen diese neue Virusvariante wirken. Aber ich verstehe natürlich die Regierung von Großbritannien, dass sie jetzt Beschränkungen erlässt über Weihnachten. Ich verstehe auch andere Länder, wie unter anderem auch Österreich, die jetzt Reisebeschränkungen für Personen aus Großbritannien erlassen haben. Also, ob man jetzt mehr Viruspartikel benötigt, damit die Infektion überhaupt angeht, das wissen wir noch nicht. Infektiöser bedeutet in dem Sinn einfach ansteckender. Also diese Virusvariante ist ansteckender für andere Menschen. Der Mindestabstand ist genauso, soll der gleiche bleiben. Ja, im Übrigen 1 Meter ist ohnehin ein bisschen wenig. Also 1,5 wäre eindeutig besser. Das wissen wir auch von den Grippeviren. Ja, also diese Virusvariante ist einfach ansteckender und es ist keine Frage, dass wir so etwas am Kontinent jetzt nicht unbedingt brauchen und daher all die Reisebeschränkungen. Diese Virusvariante wurde bisher in Österreich noch nicht nachgewiesen, im Übrigen auch in Deutschland noch nicht. Also es besteht noch Chance, dass wir sie nicht kriegen werden. Es ist nicht im Sinne des Virus, dass es seinen Wirt tötet. Denn das ist auch das Ende des Virus. Daher die Evolution der Viren geht in die Richtung, ansteckender zu werden, noch mehr Menschen anzustecken, aber nicht unbedingt in Richtung schwereren Krankheitsverlauf. Aber gänzlich ausschließen kann man es auch nicht, dass sich irgendwann mal aus Versehen sozusagen in der Evolution des Virus auch eine gefährlichere Variante herausentwickelt. Natürlich, das kann man nicht ausschließen, aber ist eher nicht anzunehmen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter mit meinen Erklärungen. Und zwar, diese Mutationen, die in diesem Spike-Protein drinnen sind, also das ist eben jener Eiweiß, jener Rezeptor, der aus der Virushülle herausschaut. Und der hat eine zweifache Funktion. Die erste Funktion ist, dass er an unseren Zellen andockt und Das damit, Knapp für die, genau, für das und Virus. uns damit infiziert. Ja, und die zweite Funktion ist, dass unser Immunsystem genau gegen diese Komponente Antikörper bildet und auch Immunzellen bildet. Auch nach der Impfung. Genauso auch oder nach der im Impfung. Speziellen. Das bedeutet aber diese zweifache Funktion. Das heißt, das Virus kann nicht zu viel herumspielen mit diesem Spike-Protein. Denn wenn das ganz anders ausschaut, dann gelingt es dem Virus nicht mehr, uns zu infizieren. Ja? Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass alle Impfstoffe, die jetzt auf den Markt kommen werden, auch in der nächsten Zukunft wirken werden. Denn die können nicht so unterschiedlich sein im Spike-Protein, ja, gegen das unser Immunsystem reagiert und auch gegen das die Impfung gerichtet ist, denn sonst würde dieses Virus schon alleine gar nicht uns infizieren können.